Ja, morgen ein sehr wichtiges Spiel gegen den SV Köldig, Beginn 19 Uhr. Wir haben uns natürlich wieder einiges einfallen lassen, dass die Mannschaft, die ja zuletzt von knapp 8.500 Zuschauern wirklich toll unterstützt worden ist, und das war, glaube ich, ein entscheidender Faktor bei dem Heimsieg gegen Innsbruck, wieder auf die Unterstützung des Austria-Publikums und der Austria-Familie zählen kann. Wir haben im Vorfeld 7.500 Tickets bereits abgesetzt. Wettervorhersage für morgen ist eine sehr, sehr gute, also wir freuen uns wirklich auf ein tolles Fußballfest. Was mir halt speziell nach dem Spiel gegen Innsbruck aufgefallen ist, dass wirklich der Mannschaft der Ballast abgefallen ist, dass sie den ersten Sieg gelandet hat nach 6 sieglosen Spielen. Das war wirklich extrem wichtig für die Köpfe der Spieler. Ja, wir waren in der Runde 23 7 Punkte hinter Grödig und haben morgen die große Chance, einen Punkt heranzukommen, und die müssen wir einfach nützen. Es ist ein wichtiges Spiel für uns und ich hoffe, dass die Mannschaft morgen eine sehr gute Leistung zeigt und dass wir die 3 Punkte machen. Grödig erwarte ich nicht defensiv, weil Grödig spielt eigentlich die ganze Saison sehr gut nach vorne. Attackierer ist eine Mannschaft, die sehr früh attackieren will, speziell nach Ballverlust. Die ziehen sie nicht zurück, sondern ich glaube, das ist ein Hauptgrund, warum sie so weit vorne jetzt sind bis jetzt, dass sie ihm vor keinem Gegner großen Respekt gezeigt haben, sondern wirklich frech nach vorne gespielt haben und sehr früh attackiert haben. Und das ist, glaube ich, ein Rezept, warum sie so erfolgreich waren. In den letzten Spielen ist ihnen das vielleicht nicht mehr so gelungen. Und da gibt es halt Gegenmaßnahmen zu setzen, und da werden wir schauen, wenn wir uns gut vorbereiten und hoffentlich dann auch gut umsetzen, das, was wir uns vornehmen. Es ist ein Schlüsselspiel um einen zweiten Platz. Das kann man sagen. Es ist ein Schlüsselspiel für den zweiten Platz. Aber wie wir wissen, genügt ja der dritte auch noch für den Europacup. Aber wir wollen den zweiten Platz. Das ist ganz klar unser Ziel. Und darum ist es ganz wichtig, das Spiel morgen zu gewinnen. Weil dann sind wir nur mehr einen Punkt hinten. Und dann sind wir sowieso live dabei. Wir sind eh dabei, aber dann ist der zweite Platz auch nicht mehr weit weg. Und dann muss man schauen, wie Grödig dann mit der Situation umgeht, wenn die anderen Mannschaften näher kommen, wenn sie nahe heranrücken, ist ein Unterschied, ob ich spiele mit 7 oder 8 Punkte Vorsprung auf die anderen Mannschaften. Als Aufsteiger sowieso sehr wenig Druck, da kann man nur überraschen. Und dann kommst du aber in die Situation, wo die Gegner, die anderen Mannschaften stärker werden, wo die näher kommen, und dann wird vielleicht auch nicht alles so von der Hand gehen, wie es bis jetzt gegangen ist. Ja, und auf das müssen wir eben ausnutzen, und darum müssen wir, oder darum wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Nein, nicht falsch verstehen. Mir ist schon sehr wichtig, wie wir spielen. Ja, das ist schon wichtig. Aber in so einer Situation, wie wir gegen Innsbruck waren, dann hilft dir nicht, wenn du schön spielst und du spielst vielleicht nur unentschieden. Ja, das hilft mir dann wenig. Darum ist es da wichtig zu gewinnen gegen Innsbruck, nicht vielleicht zu glänzen. Das habe ich damit gemeint. Ja, wir wollen schon besser spielen, ja, und wir werden auch besser spielen. Davon bin ich überzeugt. Weil eben mit Siegen, mit Erfolgen kommt dann das Selbstvertrauen, dann kommst du ins Laufen. Ja, und dann in ein paar Wochen wird dann auch jeder sagen, ah, die spielen auf einmal ganz einen anderen Fußball. Aber das ist dann, das dauert mit der Erfolge, mit dem Selbstvertrauen, dass man sich erarbeiten muss. Ja. Dass du nicht auf einmal zurückholen kannst. Wenn du 6 Spiele hintereinander nicht gewinnst, kannst du nicht auf einmal sagen, ja, und jetzt ist ein neuer Trainer da und jetzt spielen wir so wieder, wie es beim Peter Stöger war oder Wurst, so wie es halt für die Austria gehört, so wie man sich die Austria vorstellt. Das ist so leicht, das spielt es nicht. Ne? Sondern da gehört viel, da ist viel Arbeit dahinter, viel Wille, und die Mannschaft macht es auch, und wie gesagt, wir kommen dann sicherlich dorthin, wo wir hinkommen wollen. Weil du wirst am Ende wirst belohnt werden. Ne? Das ist im Fußball auch so. Ne? Das harte Arbeit wird immer belohnt. Ne?